Der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sieht vor, dass für alle Zimmer von Freizeit- und Gästehäusern eine pauschale Gebühr von 5,99 Euro erhoben wird. Und das unabhängig davon, ob die Zimmer mit Fernseh- oder sonstigen Mediengeräten ausgestattet sind. Der CVM in Deutschland unterhält rund 150 Gäste- und Selbstversorgehäuser mit mehr als 10.000 Zimmern, die hauptsächlich für Kinder- und Jugendbildungsangebote genutzt werden. Sollte der neue Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Kraft treten, bedeutet das fast 1 Million Euro pro Jahr mehr Belastung für die CVM in Deutschland. Darum forderte der CVM-Gesamtverband in Deutschland bei seiner Mitgliederversammlung am 28. Oktober 2012 Politik, Rundfunkverwaltung und GEZ dazu auf, die pauschale Rundfunkgebühr für Zimmer in Freizeit- und Gästehäusern, die für Jugend- und Bildungsarbeit eingesetzt werden, wieder abzuschaffen.